Herzlich willkommen zurück zu Age of Empires mit dem Teufelfeuer. Ja, wir haben irgendwie gerade so eine kleine Aufnahmesession am Laufen, auch wenn ihr das Ganze hier wahrscheinlich irgendwann sehen werdet, wenn ich kein normales Video schaffe, also wenn ich gerade nicht schaffe, irgendein normales Video zu bringen. Und wir spielen hier in einer besonderen Runde, in der man das Dorfzentrum selbst bauen muss und auch die Dorfbewohner ein bisschen über die Map verteilt sind. Die schicke ich gerade alle mal mir nach Hause. Das Problem ist, ich weiß jetzt halt auch nicht, wo du bist. Bist du eigentlich in mein Team gegangen? Ja, bin ich. Sekunde. Ja, okay. Wollte ich nur noch mal kurz überprüft haben. Und es laggt mal wieder. Classical Age of Empires halt. Ja, meine Dorfbewohner sind so langsam dann auch mal da. Ja, bei mir auch. Und das Dorfzentrum ist fast fertig. Deins? Ist das auch schon fast fertig oder dauert das noch? Ne? Ah, da kann ich nicht entlang, okay. Okay, da ist Lila. Aber das ist eigentlich cool, so zwingt einen das Spiel schon fast mehr oder weniger so ein bisschen dazu, dass man halt auch was macht. Hey, dass man das auch ein bist bisschen du direkt nebendran bei mir. Wo bist du denn? Ich hab dich nämlich nicht gesehen, ich hab nur Pink gesehen. Sicher, dass du mich nicht mit Türkis verwechselst? Nein, ich hab nebendran schon bei deinem Haus draufgeklickt und da stand ISLP. Okay. Ich hab dich nämlich noch nicht gefunden. Direkt dort, wo dein Haus ist und dein zweites Haus. Ah, jetzt sehe ich einen Dorfbewohner von dir. Und das Problem ist, ich finde gerade überhaupt keine Nahrung. Na, bei mir ist es genauso. Ach so, das ist dein Dorfzentrum, warum hast du das denn so nah gebaut? Ich wusste, dass du direkt neben mir bist, das war's ja. Ich bin direkt da hinten an diesem kleinen Ufer gespawnt, aber das ist gar nicht schlecht. So haben wir fast eine gemeinsame Basis, die kann man leichter verteidigen. Praktisch. Das würde ich eigentlich sowieso meistens vorschlagen, aber wir kommen da nicht dazu, weil wir irgendwie immer selbst unser Ding machen. Und wir haben hier relativ viele Wildschweine, die greifen zwar auch selbst an, wenn man versucht, sie zu erlegen, aber das ist wahrscheinlich unsere einzige Möglichkeit, irgendwie an Nahrung zu kommen. Also würde ich vorschlagen, machen wir das, sobald, also ich mache das auf jeden Fall, sobald ich die Schafe hier los bin. Es gibt halt auch Maps, auf denen wirklich überhaupt keine natürliche Nahrung spawnt, auf denen man halt wirklich erstmal auf Tiere gehen muss. Und es kann sein, dass das so eine Map ist. Obwohl ich irgendwo doch... Ich hab geglaubt, ich hätte irgendwo was gesehen. Also das kann auch ein Irrtum gewesen sein. Ja klar, ich habe auch nichts bei mir in der Nähe gesehen. Ich habe geglaubt, ich hätte irgendwo etwas gesehen, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass ich mich geirrt habe. Gott, oh Gott. Das wird eine üble Runde. Ich weiß nämlich ganz genau, dass die Rechner irgendwas gefunden haben. Richtig schön unfair. Ja klar. Ich baue eine Mühle an. Jetzt klar, dass du jetzt noch gar keine Felder bauen kannst. Echt? Kann ich das? Erst in der zweiten Zeit. Warum kann man denn schon nur Mühle bauen? Um Nahrung hinzubringen. Ah, seems legit. Deswegen sagte ich doch, Wildschweine. Ja, ich schlachte gerade ein Schaf. Ach so, ja, wenn du noch Schäfchen hast, würde ich die natürlich zuerst nehmen. Die greifen nämlich nicht deine Dorfbewohner an.
Wildschweine schon. So. Meine Leute sollten dann auch mal langsam mit dem Wildschwein fertig werden. Ich brauche die Nahrung nämlich ein bisschen schneller, Leute. Habe ich doch, sehr, sehr dringend. Man kann tatsächlich Felder machen. Man kann tatsächlich Felder machen, wenn man. Man braucht halt genug Holz. Ja, das schafft man eigentlich auch schon fast kaum in unaufgrünen Zeit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Viel Spaß dabei, jetzt schon so viel Nahrung zu finden. So viel Holz abzubauen. Ja, werde ich haben. So. Los, macht schneller, scheiß Holz. Leute, alle auf das Wildschwein. Wie lange brauchst du für dieses dreckige Schaf? Lang, deswegen habe ich zum Beispiel 7 Leute, die gleichzeitig gerade an einem Wildschwein sitzen. Entschuldigung. Auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört. Ja. Gib's ja zu. Gruppenvergewaltigung des Wildschweins. Ich kann mir dein Gesicht vorstellen. Ja. Ja, ja, okay. Bin jetzt durch damit. Und ich kann schon fast in die nächste Zeit. Jetzt kann ich schon in die Feudalzeit. Bin jetzt auf dem Weg. Ich sag's doch, Wildschweine. Ich brauche nur Nahrung. Das schaff es dir. Ja, ein Wildschwein bringt 340 Nahrung. Hast mich überzeugt. Sorry, ich habe alle abgegrast. Kann man Wildschweine abgrasen? Ich meine ja nur. Das tötet die Schafe. Ja, macht dich geil. Das habe ich nicht gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Du hast nichts gesagt oder hast nichts gesagt? Sowohl als auch. Okay. Interessant. So, mal schauen, wann meine ersten Dorfbewohner fertig werden. Dann kann ich nämlich einen weiteren Dorfbewohner zum Holzfarmen schicken. Wie können die denn tragen? Was? Wow. Beeilt euch. Oh, ich glaube, ich kann schon nicht genug Nahrung. Fick dich. 500 Nahrung. Ja, wie viel hast du? 5 Millionen Nahrung. Wie viel hast du denn? 500 Nahrung! 200 nur. Ich bin mein Beileid. Nur Scheiße. Wenn es keine so hohen Steuern gäbe, würde ich dir ja welche spenden, ein bisschen Nahrung. Ja, aber das kannst du natürlich nicht. Schon, aber es kommt halt nur, ich glaube, 70% an. Das lohnt sich halt echt nicht. Und los, beeilt euch mit den fucking Schafen. Zumal wäre das für mich noch ein größerer Schlag. Meine Güte. Rückschlag, als dir was bringen würde. Los, da ist ja noch ein Wildschwein. Tötet es. Ja, okay, und ich habe riesige Holzprobleme. Denn jetzt muss ich schon auf Felder setzen. Und ich habe mit Abstand noch nicht genug Holz.
Shit. Ja, tötet das Wildschwein. Ich brauch mehr Häuser. Nein. Beeilt euch, Leute. Irgendwas, was mir was bringt. Das wird schwierig, weil ich bin so langsam unterwegs. Ja, ich auch. So langsam bin ich selten. Eigentlich nie. Ich habe jetzt einfach mal alle meine Dorfbewohner bis auf einen darin geschickt, Holz abzubauen. Ich ziehe die da einfach gleich wieder ab. Das wird schon irgendwie passen, hoffe ich. Oh, verdammt, brauchen die lange! Beeilt euch doch mal! Los, nach! Oh Gott, verfickte Scheiße. Ja, bringt das Wildschweinfleisch. Ja, komm, beeilt euch. Hast du Wildschweine gefunden? Dank. Ich beginne mit dieser neuen Zeit, ey. So, und alle die... Ach, da geht ein neues Wildschwein. Es hat noch nicht mit dem Wildschwein fertig, lol. Okay, ich habe jetzt schon ein paar Felder. Okay, und der Rest ist jetzt auch in der Feudalzeit, also du bist gar nicht so spät dran. Okay, wundert mich. Dann bist du schon mal unglaublich schnell. Ja. Ich werde erst in der Feudalzeit. In den Punkten bin ich aber trotzdem vorletzter. Vor dir. Weil außer Überleben haben wir nicht wirklich viel getan. Ja. Wir haben nichts großartig gebaut. Los, beeilt euch endlich mit diesem verdammten Kack. Los, beeilt euch doch mal. Wo ist euer Einsatz? Okay, der nächste ist in der Vorderzeit. So, und jetzt könnt ihr Snacks, Wildschwein. Und ich habe wieder mal nicht genug Holz. Ich bin der Vorderzeit. Mein Glückwunsch. Merci. Ich weiß es zu schätzen. Jetzt hast du mehr Sachen, für die du noch mehr Geld ausgeben kannst. Geld? Holz, nicht, Nahrung, Gold. Money. Sag's doch, Holz, Nahrung, Gold. Ah, hab ich nicht zugehört. Genau. Stein braucht man nicht, aber Gold, oder? Wobei, nee, Häuser wären ganz sinnvoll. Ja, wäre nicht schlecht. Wobei, ich kann auch ein paar machen. Okay, während die gemacht werden, werde ich gleich ein paar neue Häuser bauen. Toll. Ich will gerade eigentlich nicht damit anfangen, Gold zu farmen, hab aber nicht genug Holz. Für ein Bergarbeiterlager. So, jetzt aber. Du baust mir mehr Holz ab. Ich brauch Holz. Da hinten ist Gold. So, und der nächste macht mir wieder neue Nahrung. Okay, ich kümmere mich momentan hauptsächlich um Rohstoffe. Militärisch habe ich echt noch gar nichts. Ich ahne. Ja, das ist aber eigentlich nicht gut. Ja, ich guck mal, ob ich vielleicht schon mal Kaserne habe. Nicht genug Holz. Es hat gesprochen. Was aber sinnvoll wäre, ist Holz-Upgrade zu machen. Würde ich dir sogar empfehlen. Bin ich gerade dabei.
Du gehst schon mal zum Golf? Ritterzeit, was? Lol. Der muss schon mal Fressen gefunden haben. Ja klar, geil, aber... da kommen schon die Ersten. Greifen die an? Echt? Ich glaube. Sieht so aus. Okay. Nein, das wäre... Ja oder nein? Es war nur einer, also insofern... Ja klar, aber wo einer ist, kommt gleich mehr. Ja, klar. Das ist gerade bei Age of Empires immer so. Verdammte Scheiße. Wer ist denn ohne Arbeit? Du baust mir Häuser. Genau das mache ich auch gerade. Nicht genug Holz. Oh Gott. Nicht dieses Zeug, was... So, nächster ist in der Ritterzeit. Scheiße, Mann. Ah, die sind halt echt gut. Oh Gott, oh Gott. Gerade bei solchen Szenarien. Ich hoffe einfach nur, dass es gleich besser wird für uns. Nicht noch schlimmer. Das ist so ziemlich das Einzige, worauf wir momentan hoffen können. Ja, ich mach noch einen Dorfbewohner, der sich um Stein kümmert und dann baue ich auch sofort eine Kaserne. Ich habe schon angefangen, eine Kaserne zu bauen. Da kümmert sich auch schon jemand bei mir um Gold. Na, ich habe nicht genug Holz für eine Kaserne. Ich frage, wo ist denn dein Dorf? Zentrum. Dort, wo die Felder sind. Okay, mitten also, der Felder. Ganz, ah, dort, das ist es, ne? Ja. Okay, au, au, au. Ich hab mir gerade Aua gemacht. Au. Oh, schade. Au, au, au. Großnagel. Au. 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 Mein Beileid. Au, 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 au. Au, au. Wie? Au. Au. Wie? Wie schaffst du das? Ich hab so komische Noppe und ich hab grad meinen Fuß voll in die Noppe hingehauen. Au. Gut gemacht. Dafür bekommst du den Award für Dummheit 2018. Ah ja, das... Den brauche ich. Den bekämst du so oder so. Boah. Das war nicht nett. Aber die war halt. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Und ich könnte jetzt in der Theorie auch schon die nächste Zeit, aber dafür müsste ich dann echt auf ganz viele Sachen verzichten und das kann ich einfach nicht. Also ich kann es schon, aber es wäre, glaube ich, nicht sehr klug. So Leute, aber ich würde sagen, das war's erstmal von Age of Empires. Lasst mir ein Abo da, wenn nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.